Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier in den Balloni-Hallen im Namen der Festivalleitung zum Finale Furioso der diesjährigen der Jubiläums-Phil-Cologne hier in den Balloni-Hallen. Wir sind in den vergangenen Festivaltagen fast eine ganze Woche, sind wir die Problemfront unserer Ernstfallgegenwart abgeschritten und sind immer wieder auf einen wiederkehrenden Befund gestoßen, ein Geheimnis, das Henry Kissinger seit jeher wusste, aber das wir Deutschen nicht länger ignorieren können. Wir Deutschen können vieles, aber eines können wir nicht, strategisch denken. Die Amerikaner haben dieses ominöse, sagenumwobene Team Tiger. Das ist diese Taskforce, deren Sinn und Zweck einzig und allein darin besteht, sich Szenarien, Unvorstellbarkeiten, Undenkbarkeiten auszudenken, um sie der Politik vorzulegen und sie auf das Unvorstellbare vorzubereiten. Sowas haben wir nicht. Wir haben vielleicht eine Art Aufwach- oder Komastation, wo die Politentscheider regelmäßig zu Protokoll geben, dass sie entweder überrascht oder gerade aufgewacht sind. Aber das ist keine gute Nachricht, denn wir wissen, Aufwachen alleine reicht nicht. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns hier in der Phil-Cologne große Gedanken gemacht und wir haben aus dieser Not eine kleine Tugend gemacht, indem wir uns eine ganz experimentelle Lagebesprechung, einen ganz besonderen Kartentisch ausgedacht haben, um zwei ganz besondere Kompetenzen heute Abend hier zur Lagebesprechung zu bitten. Da ist zum einen der Meisterdenker, dessen epochemachendes Werk Die Kritik der zynischen Vernunft im nächsten Jahr 40 Jahre Geburtstag hat und zudem dieser Meisterdenker unlängst ein Interview gegeben hat, das wie ein Stern über dem heutigen Abend stehen könnte, das da lautet: Er, der Autor, ist von seinem eigenen Werk so überrascht worden, von der Reichweite des zynischen Syndroms, weil er dachte, damit das Schlusswort des katastrophischen 20. Jahrhunderts gesprochen zu haben, um jetzt zu realisieren, dass es möglicherweise das Triggerwort des 21. Jahrhunderts sein wird. Und daneben heute Abend der preisgekrönte Kabarettist, Satiriker und TV-Comedian, der auch Autor ist, der selbst eine philosophische Vergangenheit hat, der für seine Arbeit immer auch Maß nimmt an philosophischen Texten und der unter den eskalierenden Ernstfallhimmeln der letzten Jahre jeden Abend auf der Kabarettbühne seinen Mann steht. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir hier auf der Phil-Cologne Festivalbühne unser Team Tiger, Ersatzteam der Phil-Cologne. Am Vorabend des 75. Geburtstages von Peter Sloterdijk und ein Jahr vor dem 40-jährigen Geburtstag der Kritik der zynischen Vernunft, Peter Sloterdijk und Florian Schröder. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für diesen warmen Applaus. Herzlich willkommen auf der Phil-Cologne im aus meiner Sicht ernsten Gewerbe. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich da sind. Wir freuen uns auch, dass wir da sind. Und ich, Herr Sloterdijk, habe die erfreuliche Beobachtung gerade gemacht, dass Sie genauso spät kommen, bevor es losgeht, wie ich normalerweise. Also Sie waren um 7:50 da auf den Punkt. Und ich bin heute ein bisschen früher gekommen, weil ich dachte, Sie würden vielleicht früher kommen. Und er sagte mir, nee, Sloterdijk kommt ganz kurz vorher, das nimmt ihm nur Energie. Ist zu spät kommen wichtig, wenn man auf Dauer die Bühne bespielt? Also richtig zu spät kommen kann man erst, wenn man ein Amt hat. Ja. Was für eins? Solange man noch um die Gunst von wem auch immer kandidieren muss, gilt Pünktlichkeit noch als Teil des Berufsgeheimnisses, nicht? Aber je unverfrorener man wird, desto näher rückt man an den Auftrittszeitpunkt heran, nicht? Und dass ich Sie heute mal überholen konnte, ist schon mal ein gutes Zeichen, nicht? Das heißt, weil beim nächsten Mal werden Sie knapper ankommen, nicht? Kommt darauf an, ob ich dann ein Amt habe oder nicht. Das ist ja das Entscheidende. Ja, ja. Aber es nimmt Ihnen Energie, so früh zu kommen? Oder ist es die Garderobenatmosphäre? Was ist es, warum Sie sagen? Nein, ich argumentiere in dem Punkt genau wie Sie. Man verliert Energie, wenn man in leerer Zeit, aber auch in leerer Konzentration
oder mit leeren Konzentrationsversuchen, nicht, irgendwo auf einer Hinterbühne auf und ab geht, ja, und sich dem Gefühl ausgesetzt fühlt, dass zwischen dem Publikum, das da draußen schon drohend sich versammelt hat, und hier selbst sozusagen ein Graben auf existiert, der sich immer weiter öffnet, je früher ich da bin. Nicht? Und um also diese Grabenüberbrückung so kurz wie möglich zu halten, sollte man das sich auch so spät wie möglich eintreffen. Danke, das werde ich allen Veranstaltern, die mich in Zukunft nerven, warum ich so spät komme, genau so vorspielen. Ja, aber wenn Sie einmal selber Showmaster werden und Gäste empfangen müssen, dann spielen die Spätkommer auf ihren Nerven. Das kenne ich schon. Und mein Spätkommen ist nur die Rache an denen. Und das ist ach so, ja. Ja. Aber ich habe auch einen schönen Satz gelesen, dass im Grunde man erst laut Platon mit 50 Jahren soweit sei, dass einem der Staat anvertraut werden könne. Drunter ist zu viel Infantilität, zu viel im Werden, zu wenig, was man einem Menschen zutrauen kann. Jetzt haben Sie sich heute Abend entschlossen, mit mir als 42-Jährigem auf eine Bühne zu gehen. Ist mir überhaupt zu trauen aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, dass wir Sie als sozusagen Frühgereiften hinnehmen, so wie eine Avocado, die längere Zeit unter der Höhensonne gelegen hat. Ja. Ja. Das ist schön. Oder dass Sie so als erwachsener Honoris Causa sozusagen in die 50er-Ränge aufgenommen werden. Das hat es ja auch im alten Athen gegeben. Alkibiades war ja ein notorischer Jüngling, der sehr viel Unheil über seine Vaterstadt gebracht hat. Und die Vermutung existiert, dass er überhaupt nie erwachsen wurde. Er wurde zwar mehrere Male zum Tode verurteilt, aber nicht erwachsen. Ich finde schon jetzt die Überschrift schön: Schröder, die Avocado der Phil Cologne. Ja. Wenn ich die Avocado bin, was sind Sie dann? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Zitrone. Warum Zitrone? Schmecken Sie so sauer oder fühlen Sie sich so ausgepresst? Nein, wegen das vitaminhaltige Element, glaube ich, spielt dabei eine... verstehe. Ja. Ja, und die Kerne, nicht? Ohne die man eine ordentliche Zitrusfrucht nicht genießen kann. Ja, aber die Avocado ist ja auch fast mehr Kern als sonst was. Das verbindet uns dann. Naja, das kommt eben auf den Reifegrad an. Ich bin über Ihr Buch am Anfang, als ich den Titel hörte, das Sie jetzt rausgebracht haben, Grau, war ich ein bisschen irritiert, als ich es gelesen habe, nicht mehr, aber am Anfang dachte ich, Grau, das ist erstaunlich, dass man eine Farbenlehre, so ist ja der Untertitel, beginnt mit der Farbe Grau, assoziativ hätte ich mit einer anderen Farbe gerechnet, und dann war aber meine Assoziation, auch als ich es las, dass ich dachte, es ist im Grunde eine Antithese, es ist die Antithese zu dem, was wir im Moment erleben. Also wenn man wie ich viel in sozialen Medien unterwegs ist, wenn man sich den Wahnsinn von Twitter antut, muss man sagen, da ist Grau quasi die Antifarbe. Da ist Grau ausgeschoben, da gibt es Grau gar nicht. Da gibt es nur grelle Ausleuchtung, da gibt es Zuspitzungen, da gibt es klare Zuteilungen in eigenes Lager, fremdes Lager, Freund, Feind, Gut, Böse. Und ich hatte den Eindruck, als hätten Sie, indem Sie sich das Thema Grau vorgenommen haben, ja, sowas geliefert wie den Antipopulismus, den ruhigen Blick auf die Welt ohne die allgemeinen Zuspitzungen, die unsere Zeit ausmachen, und ohne den Zwang, sich zu irgendeiner Seite noch bekennen zu müssen. Ist das eine Beschreibung, mit der Sie etwas anfangen können? Ja, unbedingt. Vor allem, wenn man die Sache vom Resultat her so beschreibt, wie Sie es eben gemacht haben. Vom Input her war der Zugang zu der Thematik ein ganz anderer. Ich müsste dabei jetzt autobiografisch zu weit ausholen, als dass es hierher passen könnte. Aber ich habe als Romanleser über viele Jahre hinweg die Beobachtung entwickelt, dass Schriftsteller in jedem Schriftsteller
vor allem bei realistischen Schriftstellern, immer auch ein Maler oder ein Zeichner verborgen ist. Denn sie müssen ja, damit das Publikum sieht, was sie sehen soll, mit kurzen Strichen die Personen, die sie darstellen, charakterisieren, müssen die Situationen charakterisieren. Sie müssen auch sagen, welches Wetter war an dem Tag, an dem sich dies und jenes ereignet hat. Nebenbei gesagt, der soeben verstorbene Schriftsteller Christian Delius hat ja seine ganz frühe Arbeit, ich glaube, es war seine Dissertation, dem Thema gewidmet, der Held und sein Wetter. Das heißt, er hat diese Beobachtung, die ich dann später auch elaboriert habe, schon vorweggenommen, nicht? Das Erzählen immer auch so etwas wie erzählerische Klimatologie oder erzählerischer Wetterbericht impliziert. Und in dem Zusammenhang tauchen die Farben auf. Ja. Also manche Autoren haben große Paletten, manche haben aparte Farbpaletten, wie Marcel Proust, der sehr, sehr gerne die Farbe Mauve verwendet, von der kein deutscher Übersetzer weiß, wie sie zu übersetzen ist. Weil das kann nämlich von Violett bis Malvenfarbig eben alles Mögliche bedeuten. Als Kolorist hat auch Flaubert Besonderes geleistet, weil er einmal die Augen von Madame Bovary blau und einmal grün und einmal braun nennt. Und man weiß nicht recht, worauf er hinaus wollte. Nicht? Weil vielleicht auch schließt, dass sie schon auf dem Sprung zum Ehebruch ist. Nicht? Falls man das von der Augenfarbe ablesen kann. Aber Grau ist ja, wenn man es bei Ihnen sieht, im Grunde eine sehr bunte Farbe, eigentlich eine sehr farbenreiche Farbe, was ja eigentlich im ersten Moment eher als eine Paradoxie wirkt. Aber Sie nehmen das Grau wahr als die Farbe der Depression, Sie nehmen es aber auch wahr als eine Farbe, die eine Lebendigkeit hat, die sehr viele Schattierungen hat. Warum Grau? Wie kam es dazu? Weil Sie eben sagten, vom Ergebnis her gedacht, könnten Sie mit der Assoziation des Antipopulistischen viel anfangen, aber der Ansatzpunkt war ein ganz anderer. Ja, der Anfangspunkt ist, wie gesagt, so die Meteorologie des Gefühls. Ich glaube, dass in jedem Menschen ein Meteorologe verborgen ist, der sich jeden Tag mit den professionellen Wetterkundlern auseinandersetzt, sofern er noch Fernsehen tut, und sich über deren Äußerungen wundert oder ärgert. Ja. Denn normalerweise genügt es, aus dem Fenster zu schauen, um zu wissen, wie das Wetter ist. Aber wir müssen es uns in der Regel auch noch mal sagen lassen, wie es denn wirklich steht. Ne. Besonders wenn man bei Starkregen draußen ist, ist es beruhigend, wenn man auf seinem Handy noch liest, dass es Starkregen gibt. Also man könnte gewissermaßen sagen, dass die Meteorologen so ein Amt ausüben, das früher einer Person wie Günter Netzer zugefallen war, der, ich weiß nicht, ob Sie schon die nötige Reife besitzen, um sich an die Zeit erinnern, als er noch Fernsehspiele sogar ich, kommentiert hat. Sogar ich unter 50 und trotzdem Günter Netzer. Ja, ich habe ihn ja einmal in einem Interview den Chef-Tautologen der Nation genannt. Denn der Tautologe ist derjenige, der das sagt, was er sagt. Ja? Er sagt, dass er etwas sagt. Und wenn wir alle ein sehr schlechtes Spiel der deutschen Mannschaft gesehen haben, ja, ein Vergnügen, das wir zurzeit auch wieder genießen, dann sagt er vor der versammelten Nation, wir haben ein sehr schlechtes Spiel gesehen. Das sind die wenigen Momente, wo sozusagen die Wörter und die Dinge einander ganz nahe sind. Wenn Sie sagen, was Sie sagen und danach nochmal gesagt haben, dass Sie das, was Sie gesagt haben, dann können Sie Coach werden. Dann können Sie rumfahren und den Leuten erklären, was Sie besser machen können von dem, was Sie selbst noch nicht hinbekommen haben. Ja, oder Sie machen es
wie Dieter Hildebrandt, der einmal Helmut Kohl versucht hat zu erklären, wie man das Gedicht »Der Mond ist aufgegangen« richtig aufsagen muss. Denn er sagt, das muss ungefähr so anfangen wie »Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen mit einem Nachdruck sagen, dass soeben der Mond aufgegangen ist. Ja. Aber um keinen Zweifel daran zu lassen, auch die goldenen Sternlein prangen. Und das möchte ich mit besonderem Nachdruck wiederholen. Denn da ist auch der Wald. Und der Wald, das müssen Sie mir glauben, steht schwarz und schweiget. Und so weiter. Also das könnte man weiterentwickeln. Hildebrandt hat das bis zur Perfektion gebracht. Ja, heute müsste man das mit Robert Habeck machen und müsste ganz oft einbauen, ja, darüber würde ich dann auch nochmal nachdenken, ob es nicht vielleicht möglich wäre, das so zu denken. Und Mond ist auf der Mond als Symbol auch unserer Zeit, also ja, auch als genau. Symbol des Kommenden und des Gehenden. So, dann wäre man bei Habeck heute. Ja, ja. Also ich glaube, wir sollten mal auf Tournee gehen und miteinander einen Abend lang mehrere Leute der Mond ist aufgegangen. Unbedingt. Sagen Sie das nicht zu laut. Steinbrück sagt schon mal in meiner Sendung, hat das Gleiche gesagt und danach habe ich ihn mit auf Tour genommen. Ja? Und zwar mehrfach. Also wenn Sie mir solche Angebote machen, ich könnte zugreifen. Ja. Sie müssen wissen, worauf Sie sich einlassen. Ja, dann ist nicht nur grau. Aber kommen wir zur politischen Dimension, wo wir beim Thema sind. Sie schreiben ja vom Grau-Grün und vom Grün-Grau, dass sich mischt die Grünen als die Partei der Gegenwart, die im Moment sehr, sehr erfolgreich ist. Sie sehen die Gegenfarbe Grau zu Rot. Alle politischen Parteien haben sehr laute Farben. Das Braun kennen wir. Das Braun tarnt sich heute als Blau, was ja auch ein Trick ist mit so einem phallischen Symbol. Dann schreibt man hin Alternative für Deutschland und denkt sich, wenn das die Alternative ist, um Gottes Willen. Das heißt, Grau ist dann, wenn man sich das Farbenspektrum politisch anguckt, die Farbe der Zukunft. Ist es das, was uns irgendwann begeistern wird, wenn wir endgültig genug haben von den grellen Farben und von dem, was politisch oft im Ton des Schreiens präsentiert wird? Immer geht bei der Thematik Partei natürlich ein subversiver Vorschlag durch den Kopf, den die französische Philosophin Simone Weil in den Ende der 30er Jahre gemacht hat, indem sie sagt, wir müssen um der Wahrheit willen die Parteien verbieten, denn sobald jemand in eine Partei eintritt, lockert sich sein Verhältnis zur Wahrheit in einem solchen Ausmaß, dass es sich nicht mehr, dass es ein ungerechtfertigtes Vertrauen wäre, sich auf seine Mitteilungen zu verlassen. Das ist Simone Weil natürlich eine Person, die so ähnlich wie der Tautologe Netzer, nicht? Eine Sprachtheorie verfolgt, in der, soll man das ausdrücken, wo sozusagen die Äußerungen, die Sätze senkrecht auf den Tatsachen stehen. Ja. Aber das ist etwas, was es im Leben der sprechenden Wesen nur in ganz ausgewählten Sondersituationen gibt, nämlich in diesen idealisierten Kontexten sozusagen der Wissenschaft und der Laborsprache, in der tatsächlich alle Ausdrücke definiert sind, die Sachverhalte klargelegt werden, flachgelegt werden und die Aussage kann dann auch in einer gewissen Weise senkrecht auf der Tatsache stehen. Nicht? Aber unser Eins hat damit zu tun, dass alles immer schräg gesprochen wird. Ja? Das normale Sprechen ist ein schräges Sprechen. Das kommt auch dem entgegen, was Denker der 20er Jahre einmal gesagt hat, das kann auch der junge Gottfried Benn gewesen sein, der gesagt hat, es kommt darauf an, im spitzen Winkel zur Wirklichkeit zu leben. Das leuchtet Menschen besser ein, die von der Nordsee kommen,
weil sie wissen, was ein Bug ist, nicht, an einem Schiff, an dem die Wellen abgleiten, nicht, während sozusagen der süddeutsche Mensch, der stellt sich mit breiter Brust der Brandung entgegen und sagt, komm, überzeuge mich. Ja. Aber der wirkliche Navigator ist eigentlich derjenige, der auf dem Ozean der Mehrdeutigkeit beweglich bleibt. Ja. Beweglich im Beweglichen heißt ja die Devise des Kapitäns Nemo aus 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne und ist in gewisser Weise auch die Lebensdevise der modernen Individuen. Beweglich im Beweglichen und nur keine Versteifungen. Aber ist das nicht die größte Herausforderung heute? Also die Beweglichkeit ist ja ein schönes Ziel, aber ich habe häufig den Eindruck, dass die Beweglichkeit und die Mehrdeutigkeit gerade das sind, was immer schwerer fällt. Also es fällt immer schwerer, mehrdeutig zu sein, was ja eigentlich auch in meinem Beruf das Wesentliche ist. Also sobald Satire oder auch Philosophie versucht, allzu eindeutig zu sein, wird es meistens schwierig. Also es gibt ja von Adorno den schönen Ausspruch, das Buchstäbliche ist das Barbarische. Und da stellt sich ja doch die Frage, inwieweit sind wir heute noch in der Lage, Anführungszeichen zu lesen? Also ich stelle selbst in meinem Genre fest, dass es bedeutend schwieriger wird, also, sondern dass es eine Richtung gibt, die sich häufig versucht, in der journalistischen Attitüde mit satirischen Mitteln nach vorne zu arbeiten, aber dabei doch vor allem sehr eindeutig und sehr moralisch bleibt. Und wenn Satire moralisch wird, wird es meistens Moralien sauer und anstrengend. Und ich erlebe doch eine große Renaissance von Moral, von Eindeutigkeiten und von schwindenden Bereitschaften, sich einzulassen auf Mehrdeutiges, auf Fragen, wie ist etwas gemeint? Ist es so gemeint, wie es gesagt ist? Oder gibt es andere Ebenen, die da mitschwingen? Oder können wir uns diesen Luxus der Mehrdeutigkeit noch gönnen oder fehlen die Antennen? Ja, die Frage ist absolut zutreffend, weil sie etwas am Zeitgeist offenlegt. Man könnte sagen, also wir sind gerade dabei, den Krieg um die Anführungszeichen zu verlieren. Und denn ein Anführungszeichen bedeutet ja, dass jemand in seine eigene Rede Fremdwörter oder Fremdsätze hineinnimmt und dass er es sich erlaubt, nicht so Gemeintes auszusprechen. Und dabei geht die Zensur so weit, dass wenn man auch sagt, ich meine es nicht und ich spreche es trotzdem aus, wie das berühmte N-Wort, dann greift die Zensur bereits zu. Aber die Weigerung, das Anführungszeichen wahrzunehmen, hat ja vor gut 10 Jahren oder etwas mehr schon einmal einen beachtlichen Höhepunkt erlebt, als als wir noch Papst waren, als wir in Regensburg eine Rede gehalten haben, die nicht allen Erdenbewohnern gleich plausibel erschien. Und darin haben wir einen byzantinischen Kaiser zitiert, der seinerseits gesagt haben soll, dass vom Koran oder vom Islam her nicht viel Neues und Wertvolles für die Menschheit hinzugekommen sei. Danach brach so ein richtiger Krieg aus um das Recht auf das Zitat. Ja? Denn man hat ihm diesen Satz, man hat dem Sprecher uns diesen Satz in die eigene Kehle zurückgestopft und uns zu Islamhassern gemacht, denn wir würden ja nicht eine kaiserliche Figur aus dem Byzanz des frühen 15. Jahrhunderts zitieren, wenn wir nicht letztlich zutiefst mit ihm einer Meinung wären. Also zitieren wird ein lebensgefährliches Geschäft, nicht?
Und Sie können in Zukunft sagen, was Sie wollen. Es wird Ihnen immer als eigene Meinung zugerechnet. Ja. Also wenn Sie zum Beispiel Gottfried Benn, den späten Gottfried Benn zitieren, der sagt, besser als Treue ist Regie. Ja, er meinte damit, dass, ja, man muss, der Zusammenhang war, dass Gottfried Benn schrieb, dass er mehrere Affären gleichzeitig hatte und er wollte damit sagen, wichtiger als Treue ist die gute Regie, damit die eine von der anderen nichts mitkriegt. Das war der Zusammenhang, glaube ich. Ja, ich glaube, das, ja. Ich glaube, das war in dem Brief an Uelze, wo er das geschrieben hat. Ja, also hat, wenn, Sie, ja. wenn Sie das zitieren, ja. sind Sie selber schwer belastet. Nicht? Ich meine, ja. ja. Ich meine, dass Sie, als Regisseur oder? Ja, nein, ich meine, Sie leben ohnehin doch mit zunehmenden Lasten, nehme ich an. Ja. Denn der Name Schröder wächst sich doch mit der Zeit auch zur existenziellen Krise aus, nehme ich ja. an. Oder? Das ist er von Anfang an. Ja, ja. er war das. Und zwar egal, wer Pate steht, das ist ja. schwierig. Ja, ja. Ja. Aber ich schreibe mich immerhin mit OE, das ist das Glück. Mit OE? Ja, ja. ja. Das ist einfach, da kann man nochmal einen kleinen Unterschied machen, aber das übersehen die meisten Leute. Nur wenn Sie sagen, wir sind in der Gefahr, den Kampf um die Anführungszeichen zu verlieren. Sie konstatieren ja auch eine Anti-Ironie-Welle, die in den USA lange vorher schon war, bevor die sogenannte Woke-Culture, die wir jetzt mal in Anführungszeichen setzen, weil wir alle wissen, was damit gemeint ist, kam. Mhm. Eine Anti-Ironie-Welle, bei der frage ich mich, ist die in Deutschland überhaupt möglich, weil ich den Eindruck habe, Deutschland ist das traditionell ironiefeindlichste Land, das wir haben. Also in Deutschland müssen Sie Ironie grundsätzlich erklären, weil Ironie das Schwebende hat, sich eben nicht festlegt, weil sie eben nicht etwas besser weiß, sich nicht verflieht in die Eindeutigkeit, sondern weil sie mehrdeutig bleibt. Und Großbritannien ist in Sachen Ironie vorne mit dabei, schon immer gewesen. Mhm. Aber wenn Sie in Deutschland einen ironischen Witz machen, dann wird es immer eng. Insofern ist die Frage, woher kommt diese Unfähigkeit, Ironie zu verstehen? Mhm. Ist es wirklich ein speziell deutsches Phänomen? Und warum ist es heute noch schlimmer, als es eigentlich schon immer war? Mhm. Um es mal ein bisschen apokalyptisch zu formulieren, damit wir die Apokalypse dürfen wir nicht vergessen für den Skandal. Ja. Also ich glaube, das kann man nur geografisch erklären. Beim Ironieproblem macht sich das Nord-Süd-Gefälle zunehmend bemerkbar. Nicht? Und auch ein Ost-West-Gefälle. Nicht wahr? Also das Rheinland ist noch relativ ironiefähig, ja. Aber ich würde sagen, mit jeder Autostunde gegen Osten gehen ein paar Prozente. Ja, jetzt sind wir ganz kurz verloren. Davor, Sloterdijk der Ossi-Hasser. Ja. Ja, das war zu fürchten, aber ich... Ich warne nur, weil Shitstorm-Dynamik... Ja, aber ich mache es natürlich wieder gut, dass ich jetzt auf die Nord-Süd-Achse zu sprechen komme. Das geht eher. Denn auf Schwaben es, geht ja, immer. Ja, Schwaben es, geht immer. Ja, ja. Mit Schwaben kann man, die sind ohnehin Belastungen gewohnt und die Bayern vor allem. Ja. Die fragen sich ja, ob sie etwas falsch gemacht haben, wenn man sie ernst nimmt. Also. Das ist das Rheinland anders, da will man gar nicht ernst genommen werden. Wobei das Rheinland hat den Karneval, auch das ist ein Ausweis der Ironiefeindschaft. Für? Karneval ist niemals ironisch. Ich weiß, ein harter Satz in Köln, aber ich musste ihn sagen. Ja, ja. Ja, da muss das Publikum reagieren. Ich bin da nicht kompetent. Ja. Den muss man wirken lassen. Den muss man wirken lassen. Also, haben wir eine Chance, den Kampf um die Anführungszeichen noch zu gewinnen oder ist alles verloren? Nein, wir werden wahrscheinlich Jahrzehnte mit Waffenstillständen zubringen. Ich war, und mit den dazugehörigen Gerichtsverfahren. Ne? Und am Ende werden nicht mehr Literaturkritiker sagen, was wir gesagt haben, sondern Richter werden sagen, was wir gemeint haben. Ne? Also diese Juridifizierung aller Lebenszusammenhänge hat ja auch was mit dieser schwindenden Toleranz gegen Mehrdeutigkeit zu tun. Ne? Ja.
Also ich habe im Jahr 1980 ein paar Jahre auf dem amerikanischen Campus zugebracht und dabei ist mir bewusst geworden, woher die Welle kommt, die uns früher oder später auch erreichen wird. Das ist inzwischen geschehen. Amerika ist das Musterland sozusagen des Mehrdeutigkeitsverbotes. Man darf zwar alles sagen, auch schreckliche Dinge, die man bei uns nicht sagen dürfte, aber man muss sich seine Meinung immer zurechnen lassen. Man darf nie sagen, man hat es nicht so gemeint. Besser ist, man entschuldigt sich. Ja? Deswegen ist Amerika ja auch eine große Kultur der Geständnisse. Nicht? Also jeder entschuldigt sich eigentlich fortwährend für alle möglichen Dinge, wird auch fortwährend für alle möglichen Dinge angeklagt. Nicht? Also dieses Spiel funktioniert und dieses Ironieverbot ist natürlich ein Ausfluss zum einen der puritanischen Tradition und zum anderen ein Ausfluss der Tatsache, dass dort mehrere Zivilisationen, mehrere Kulturen sich zum Zusammenleben entschlossen haben. Und wenn man wirklich zusammenlebt, eine Gruppe, die wirklich zusammenlebt, entwickelt eine eigene Fähigkeit, Ungesagtes mitlaufen zu lassen. Aber wenn mehrere ungesagte Dinge durcheinander laufen, wie bei den Amerikanern, nicht, dann entsteht da so ein merkwürdiges semantisches Moiré und eine ungeheure Gereiztheit und Empfindlichkeit. Und die Beleidigungsvermutung in Bezug auf irgendwelche Dinge, die gesagt worden sind, nimmt dann rasend zu. Und das kann man ja auch in Deutschland konstatieren. Also das eine Grundstimmung des Beleidigtseins oder des potenziell Beleidigtwerdens ist ja schon auszumachen. Also man ist schnell beleidigt und ich verstehe das gar nicht, weil ich die Haltung des Beleidigtseins eigentlich für eine ziemlich unaufgeklärte halte. Also man fühlt sich beleidigt, also es ist ja auch immer ein Fühlen. Es geht ja auch immer ums Fühlen, gar nicht um das, was stattfindet, und das Gefühl wird über alles gestellt. Ich fühle, also bin ich. Ich fühle gerade etwas, das sage ich der Welt, weil der andere hat dies oder jenes zu mir gesagt. Das ist ja für eine Gegend, die von sich behauptet, die Aufklärung hinter sich zu haben, eigentlich eine Kapitulationserklärung. Wenn ich nur noch davon rede, dass ich fühle und dass ich mich gerade wieder schlecht behandelt fühle und darum jetzt einen Ausgleich brauche oder einen Richter brauche, der mir sagt, jawohl, du bist ganz arm dran. Eigentlich ein Zivilisationsverlust, oder? Ja, das geht zurück bis in die Zeit. Wir kennen das nur aus von Alexandre Dumas und die Geschichte vom Halsband der Königin und die drei Musketiere und dergleichen, dass man mit dem Duellverbot, ja, das damals durchgesetzt wurde, um den modernen Staat zu ermöglichen, damit das Volk entwaffnet wird und auch vor allem der Adel entwaffnet wird, muss man das Duell verbieten. Das hat in Österreich übrigens bis zum Ersten Weltkrieg gedauert, dass noch Menschen, die nicht gleicher Meinung waren, aufeinander schießen konnten. Die Abschaffung dieses Rituals war ein enormer Zivilisationsverlust. Und hat immerhin dazu geführt, dass auf der Ebene der Verbalbeleidigungen nachgerüstet wurde. Also, es gibt wunderbare Wörterbücher mit österreichischen Schimpfwörtern zum Beispiel, aber auch für das Deutsche, wahrscheinlich auch für das Rheinländische gibt es sicher kostbare Verzeichnisse. Unsere Gefahr ist, dass wir im Hinblick auf den Schimpfwortschatz total verarmen. Ja. Und das hat zur Folge, dass die Menschen in einer erworbenen Hilflosigkeit versinken, weil sie es nicht mehr aushalten, dass man sie beschimpft. Ja. Auch unsere Kinder werden schon von Anfang an verzärtelt. Sie werden meistens in relativ homogenen Schulklassen unterrichtet. Es gibt kaum noch Gründe, dass die,
dass Eltern ihre Kinder, wenn sie nach Hause kommen und hässliche Wörter benutzen, sagen, wo hast du denn das gehört? Ja. Und die richtige Antwort des Kindes wäre ja, in dem für mich gesündesten Milieu, ja, nämlich dort, wo man ständig im Schmutz wühlt, ja, sowohl mikrobisch als auch semantisch, wird das Immunsystem gestärkt durch den Umgang mit verbal robusten Sprachgesten. Das könnten Sie Schimpfwörter nennen, die wichtig wären, die wir wieder drauf haben sollen? Ja. Ja, also ich selber liebe das Wort Arschgeige. Ja, also ich finde, das ist, kann man fast an jeder Verkehrskreuzung gebrauchen. Ja. Und vor allem ist bei mir ist es so eingeübt, dass es sehr spontan kommt. Aber dann kommen doch auch härtere Sachen, Herr Sohn, oder? Da kommt doch nicht nur Arschgeige, da kommt doch noch mehr. Ja, das reicht schon für mich. Also, ich muss da nicht eskalieren, weil wenn ich noch Schärferes nehmen müsste, dann müsste ich vorher abwägen. Und das ist mit dem Schimpfen nicht gut verträglich. Ja, stimmt. Und wenn Sie noch Schärferes nehmen und nicht abwägen, dann müssen Sie auf Twitter sein. Dort sind Sie dann recht. Ja. Dort können Sie richtig loslegen, da gehört es zum guten Ton. So fühle ich mich zum Beispiel in England und in Frankreich immer hilflos, weil ich dort keinen den Zugang zu den richtigen Schimpfwortschatz hier erworben habe. Ich habe immer nur mit Akademikern verkehrt. Aber wird da nicht wahnsinnig geschimpft? Ja, schon, aber nur in Abwesenheit von Gästen. Das heißt, man schimpft übereinander und nicht miteinander? Ja, das ist auch wie in Österreich. Das ist ja so das Mutterland der üblen Nachrede. Das Ganze ist doch ja, aber was, aber was wirklich gesagt wurde, erfährt dann erst, wenn man einen Teilnehmer an einer Gesellschaft fragt, was noch herauskam, als man gegangen war. Na, wenn Sie sagen, Immunisierung durch Schimpfworte, das ist ja eigentlich ein Prinzip, das sich auch auf die Gesellschaft übertragen lässt. Also Nietzsche-Leser kennen wir beide den schönen Satz, ich impfe euch mit dem Wahnsinn. Und gerade die Corona-Pandemie hat ja häufig mindestens diskursiv gezeigt, dass Immunisierung schwer zu erreichen ist. Also auch da zeigte sich ja eine Lagerbildung, verschiedene Gruppen, die übereinander sprachen, die Lauterbach-Jünger gegen die Querdenker gegen die Lauterbach-Jünger, um mal zwei Lager vereinfachen zu nennen. Und trotzdem merkte man, es gibt relativ wenig wirkliche Immunisierung. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ein Teil derer, denen das Milieu der Verschwörungsideologen zum Glück eher fremd ist, dann bin ich ja deshalb trotzdem eigentlich nicht davor geschützt, mich mit genau deren Argumentationsweise, wenn man es überhaupt so nennen will, zunächst mal auseinanderzusetzen. Und Auseinandersetzung ist ja eigentlich ein sehr schönes deutsches Wort. Man setzt sich auseinander, um sich im besten Fall danach neu und verändert zusammenzusetzen. Also die Art und Weise der Diskreditierung ist ja schnell gemacht, auch der Etikettierung, der Zuweisung in Schubladen, der sagt diesen Satz, der hat dieses Wort benutzt, der gehört dahin. Aber ist es nicht eigentlich ein Teil der Immunisierung einer gesunden Gesellschaft, eines gesunden Gesellschaftskörpers, wenn man das mal so nennen will, sich mit dem Gift auch ein Stück weit zu infizieren, um überhaupt zu wissen, worüber rede ich? Was sind denn die Thesen, die Theorien derer, die ich ablehnen will? Und das scheint mir zu wenig vorzukommen. Also auch dieser sportliche Ehrgeiz, überhaupt verstehen, das, was man als Wahnsinn erst später diskreditieren kann, überhaupt so zu verstehen, dass man es überhaupt so qualifizieren oder einordnen kann. Ja, man muss den Wahnsinn kennen und man muss ihn an sich selber erproben. So wie Hahnemann, der Gründer der homöopathischen Medizin, ja, alle Substanzen an sich selbst erprobt hat, nicht? Und er selber so eigentlich wie eine große Orgel sozusagen alle Krankheitstasten und Manuale am eigenen Leibe mal gezogen hatte. Ob das nun die richtige Therapiemethode in jeder Hinsicht ist, sei dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein Vorschlag, die ganze Dimension sozusagen auch der sprachlichen und mentalen Immunstärke stärker ins Rampenlicht zu rücken. Und all diese
Erregungswellen, die durch waghalsige oder unwillkommene Äußerungen in der Öffentlichkeit ausgelöst werden, die könnten ja eine gute Rolle spielen, wenn sie dazu führen würden, dass es beim zweiten Mal nicht passiert. Ja. Aber man hat also auf eine wirkliche Impfwirkung durch Erregung über dieses oder jenes einsetzt, lässt sich empirisch nicht nachvollziehen. Der Verdacht ist da, dass es eher eskaliert, dass die Menschen tendenziell eher empfindlicher werden und dass sie allesamt schwächer werden im Hinblick auf die größte Versuchung, die im Leben in modernen Gesellschaften auftaucht, nämlich dass man sich sozusagen ungeschützt mit dem Erstbesten vergleicht. Also der ungeschützte Vergleich mit dem Nachbarn ist wohl das Toxischste, was überhaupt passieren kann. Die Neigung, sich hierbei zum eigenen Nachteil zu vergleichen, die ist eben riesengroß. Früher haben die Menschen gelernt, dass man sich nur mit dem vergleichen darf, dem es weniger gut geht. Das war eine Lebensweisheit von Menschen bis in die 50er Jahre hinein. Es gibt Leute, denen geht es noch viel schlechter. Und das unterbricht bei dir selber den Klagestrom. Ja. Das ist die Psychologin, denn, das aber den Abwärtsvergleich. Der Abwärtsvergleich ist in allen Gesellschaften, die ja immer gestufte Gesellschaften waren, sehr, sehr gesund, weil man sich dann auf seiner Ebene einigermaßen stabilisieren kann. Aber seit es Reklame gibt, seit es Massenmedien gibt, seit es auch Massenunterhaltung gibt, wird der Aufwärtsvergleich popularisiert. Ja? Und dann wird immer das achte Gebot verneint. Sie wollen mir mit Sicherheit sagen, wie das achte Gebot lautet. Immer! Nichts wollte ich mehr als heute Abend Ihr Schüler sein, Herr Solzhenitsyn. Ja, nicht doch. Ja. Ich meine, ich nehme das Risiko auf mich, es mit dem Neunten zu verwechseln. Und Sie sagen den Wortlaut. Ich weiß, das ist eine faire, nein, ich weiß eine faire Arbeitsteilung. Wie ist das Neunte? Naja, du sollst dich nicht lassen gelüsten nach deines nächsten Haus, Weib, Vieh und alles, was sein ist. War das nicht das Achte? Naja, das könnte natürlich auch gestanden haben in diesem Meisterwerk der Public Relations, die von Freuds Schwiegersohn, Herrn Bernays, im Jahr 1928 publiziert worden ist. Du sollst dich lassen gelüsten. Punkt. Ja, also das braucht man gar kein Objekt mehr zu nennen, denn das heißt letzten Endes, nimm es nicht hin, dass ein anderer etwas hat, was deinem Begehren für den Augenblick noch entrückt ist. Und dann kommt auch aus Amerika natürlich diese, du hast es verdient. Das ist in meiner Jugend hat man immer nur Strafe verdient. Wenn man irgendwie auf die Schnauze gefallen war, eine schlechte Erfahrung gemacht hat, lautete irgendwie eines der Schlussworte zu dem Vorgang immer, du hast es ja selber verdient. Nicht? Aber jetzt kommen zum Beispiel Verwöhnungen, die man verdient hat. Ja. Take the best, fuck the rest. You deserve it. Ja. Das ist eigentlich die Botschaft, die heute diese Massenunzufriedenheit auch mit anstachelt, weil sie den Aufwärtsvergleich, ja, den ungeschützten Aufwärtsvergleich impliziert. Aber nur der Aufwärtsvergleich garantiert ja die Dialektik aus Empfindlichkeit für einen selbst und Erregung und Empörung über andere. Das heißt, Aggression gegen andere, Empfindlichkeit für sich selbst. Ja. Und es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen Empfindlichkeit und Empfindsamkeit. Ja. Man könnte fast von einem Gegensatzpaar sprechen. Die Empfindlichsten sind oft empfindlich für sich, empfindsam mit sich, aber mit anderen gar nicht, weil da weiß man, kann man draufhauen, weil ist ja der Gegner. Hauptsache, ich werde nicht verletzt.
Ja, ich meine, die selber Empfindlichen und für andere Robusten, die gehen dann entweder zum Spiegel oder zu einer der anderen wohlbeleumundeten Zeitschriften. Ach, ich glaube, die gibt es nicht nur im Journalismus, die gibt es, glaube ich, überall, oder? Die gibt es überall, aber im Journalismus tritt der Ernstfall ein, weil sich dort kaum je ein Beleidigter in ein symmetrisches Verhältnis zum Beleidiger setzen möchte. Nicht? Und daher ist da eine tiefe Asymmetrie zu beobachten. Ne? Wir haben über die Ironie gesprochen und über die Anti-Ironie-Welle. Nun ist es fast 40 Jahre her, dass Sie die Kritik der zynischen Vernunft geschrieben haben. Und Sie zitieren dort den Godfather of Zynismus, Gottfried Benn, mit dem schönen Satz: Dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück. Als die oberste zynische Formel, die ich auch sehr nachvollziehbar finde. Ich würde sie ergänzen durch einen alten Satz von Helmut Thoma, dem damaligen Chef von RTL, der sagte: Fernsehen ist das Medium für Leute, die sich den Skiurlaub in St. Moritz nicht leisten können. Auch eine sehr schöne zynische Formel. Mhm. Sie sagten damals, Zynismus sei das aufgeklärte, falsche Bewusstsein. Und was ich sehr interessant fand, psychologisch, sagten Sie, der Zyniker ist eigentlich eine Art Grenzfallmelancholiker, der die Grenze überschritten hat und heute in einer Art und Weise auf die Welt guckt mit diesem grundzynischen Zugang. Sie haben sich damals viel mit der Weimarer Republik beschäftigt und waren sicher in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts den Höhepunkt des Zynismus gesehen zu haben. Jetzt ist die Kritik der zynischen Vernunft 40 Jahre alt und meine These wäre, wir sind umgeben von Zynismus, mehr denn je. Mhm. Im Grunde ist das gesamte Feld der internationalen Politik, insbesondere das populistische Feld, das grelle Feld, eigentlich ein komplett zynisches. Also Trump ist ein Zyniker hoffentlich gewesen. Mhm. Bolsonaro, bei Putin, finde ich, erleben wir einen neuen Höhepunkt des mhm. Zynismus, der ja in einer fast schon programmatischen Art und Weise seit Jahrzehnten versucht, mit seiner Politik, lange auch vor der Annexion der Krim, den Westen zu ironisieren, zu parodieren. Zum Teil gibt es Zitate von ihm bei der Annexion der Krim, wo er westliche Politiker zitiert, in seine Reden einbezieht und den Sinn des Gesagten komplett dreht. Also letztlich eigentlich ein Programm, von dem ich sage, das ist verdammt nochmal meine Aufgabe und nicht die eines Staatschefs. Also gezielte Irritationen zu schaffen und zu zeigen, der Westen ist eigentlich nur die Vorlage für den eigenen Zynismus und ist eigentlich nur die Vorlage, um aufzuzeigen, das kann ich auch. Und ich führe euch mit den Mitteln des Spiegelns vor, wie ihr euch verhaltet und mache es dann in einem zynischen Spiel extremer, noch schlimmer als ihr. So kann man eigentlich Putin verstehen von Anfang an als einer, der ein ganz gezieltes zynisches Spiel gespielt hat, der ja auch kurze Zeit, als er versucht hat, sehr pro-westlich zu sein, in der Anfangsphase seiner Regentschaft Reden auf Englisch gehalten hat, wo er Kant zitierte, wo er westliche Philosophen zitierte, aber wenn er in China auftauchte, das Gegenteil von dem sagte, was er im Westen sagte. Ist Putin, und das jetzt mal noch jenseits der Kriegsfrage, ein Meister des Zynismus aus Ihrer Wahrnehmung des Zynismus heraus? Ist er ein neuer Höhepunkt? Also bei Putin kann man sehen, wie sich die klassische Definition des Diktators medienzeitalterlich weiterentwickelt hat. Putins Ambition ist, dass er auch seine Kritiker kannibalisiert. Ja. Auf zweifache Weise. Nicht? Die einen steckt er in einer Art von Neo-Gulag und die anderen, die Kabarettisten, kannibalisiert er als Imitator, ne? Indem er ihnen das Wort aus dem Mund nimmt. Er weiß, was zu sagen wäre, wie im Sinne der Definition, dass das falsche Bewusstsein über sich selber informiert ist, sodass hier weder ein Unbewusstes unterstellt werden
werden muss, noch eine sozusagen wirklich die Persönlichkeit durch ganz durchdringende Ideologie im Sinne eines Glaubens. Es ist bei Putin weder das eine noch das andere gegeben. Er ist pragmatisch und in der Eigenschaft als Kannibalisator seiner eigenen Kritiker tritt er natürlich auch in die Fußstapfen der großen zynischen Figuren der Vergangenheit. Nicht? Dabei muss man an einen Politiker denken, den man in diesem Zusammenhang nicht zu erwähnen gewohnt ist. Mao Zedong war einer der größten Zyniker aller Zeiten. Er hat auf einem der Parteitage zu den Versammelten gesagt, ihr wisst ja nicht einmal, wie man mich kritisieren müsste. Ja. Ihr werft mir vor, ich hätte 400 Intellektuelle umbringen lassen. Ja. Ich erinnere euch an den Kaiser, den ersten Kaiser, Li Chuanxi. Ja, der hat 40.000 Mandarine umbringen lassen. Mit dem würde ich lieber verglichen werden, ja, als mit euren lächerlichen 400. Ja. Aber Putin nähert sich sozusagen der Meisterklasse, denn er hat wirklich eine Gipfeläußerung vollzogen in den Tagen der Nawalny-Krise, als er einmal im Fernsehen geäußert hat, wir können es nicht gewesen sein, wir jetzt im Sinne des Geheimdienstes, denn wenn wir es gemacht hätten, wäre er jetzt tot. Ja. Also er lügt sogar die Inkompetenz seiner Henker beiseite und den Dilettantismus seiner Nachfolger im Amt. Nicht? Das ist wirklich eine Gipfeläußerung. Es wird lange dauern, bis man etwas hört, was in diese Richtung noch weitergeht. Mhm. Und da möchte man fast vor Rührung die arme Marie Antoinette beiseite nehmen, der ja auch ein berühmtes Bonmot in den Mund gelegt wird, wenn das Volk kein Brot hat, warum isst es dann keinen Kuchen? Nicht wahr? Auch die Kriegsbegründung ist ja eine zutiefst zynische. Also zu sagen, ich fahre in die Ukraine, um sie zu entnazifizieren, ist ja eine Form von Verschwörungsmythos ganz bewusst erzählt. Ne? Also im Sinne des angeblichen Antifaschismus, ich möchte ein Land entnazifizieren, tut man genau das. Man verhält sich mit imperialer Geste, nationalistisch, fährt dorthin. Ich will euch befreien, aber letztlich spielt man das gegenteilige Spiel, nämlich ist selbst der Faschist im Gewande des Antifaschismus. Das ist ja auch ein Gipfel des zynischen Prinzips, das als Begründung für die sogenannte Sonderoperation zu nennen. Auch ein Begriff, der ja strotzt vor einem Bewusstsein, das genau weiß, was es tut und wo man einen Herrscher sieht, der wahrscheinlich abends ins Bett geht und sich denkt, habe ich ziemlich geil gemacht. Also ist das Prinzip des modernen Krieges? Ich sage, ich bekämpfe den Faschismus und führe ihn damit eigentlich ein? Ja, er führt ihn nicht ein, sondern er führt ihn fort. Das ist eine Nuance, auf die es in dem Zusammenhang so außerordentlich ankommt. Nicht? Es hat ja in den 40er Jahren bei Hannah Arendt und einigen anderen Autoren den Vorschlag gegeben, für die Bewegung des Nationalsozialismus, teilweise auch für den italienischen Faschismus und für die Dinge, die sich in der Sowjetunion ereignet haben, einen gemeinsamen Oberbegriff zu bilden, der Totalitarismus heißen sollte. Das war einerseits ein kluger, andererseits auch ein irreführender Vorschlag, denn der Begriff Faschismus hätte von Anfang an für beide Bewegungen verwendet werden sollen. Das Dumme ist nur, er wurde ja geprägt, ursprünglich in Italien, um diese Kampfbünde, die Fasci, zu bezeichnen, die 1919 durch Mussolini als
Agitationsinstrument geschaffen worden waren und die ab 21 als Partei eine Verfassung bekamen, Partito Fascista. 1922 wird die Sowjetunion gegründet, in der Erwartung dessen, dass unmittelbar darauf im Westen helfende Revolutionen stattfinden würden, die die ungeheure Labilität des osteuropäischen Konstrukts stützen würden. Was kam, war tatsächlich eine Revolution in Italien, ein Putsch in Italien. Und unter dem schockhaften Eindruck, dass hier tatsächlich die helfende Revolution kam, aber in der falschen Richtung, ne, hat man in Moskau begonnen, das Wort Faschismus, ja, eine Weile so ambivalent zu benutzen. Aber ab 1924 war damit die Feinderklärung festgeschrieben und das höchste Böse auf der politischen Bühne hatte plötzlich einen Namen. Ja. Und die Sprachregelung, die dann über die Kommentaren nach Europa getragen worden ist, die läuft bis heute weiter. Ja. Wir nennen den Nationalsozialismus Faschismus ohne ausreichenden Grund. Wir nennen die Regierung Pétains in Frankreich faschistisch ohne ausreichenden Grund. Das Franco-Regime ohne ausreichenden Grund. Franco war in dem Sinne auch kein vollendeter Diktator, weil er seine Gegner nicht kannibalisiert hat. Ja. Er hat sich damit begnügt, sie einzusperren. Also ich würde sagen, da ist sprachgeschichtlich eine Riesenpanne passiert. Wir haben uns vom Genossen Stalin unsere politische Terminologie in den Mund legen lassen. Und wenn wir heute wieder anfangen, über diese Dinge zu reden, begehen wir die gleichen Fehler wie damals, nicht wahr? Aber ein französischer Gelehrter, Elie Halévy, hat in einem Vortrag vor dem Collège de France im Herbst 1936 den Faschismus definiert als die Herrschaft des permanenten Komplotts. Das heißt, dass eine winzige, kleine Minderheit den Staat in sein Eigentum verwandelt und diese Okkupation, diese Beschlagnahme des Staates durch eine Gang, diese komplottistische Form der Politik ist in Russland staatsprägend geblieben bis auf den heutigen Tag. Man hatte eine kleine Chance zwischen 1990 und 2000, dass andere Kräfte hereinkamen mit dem Auftritt von Putin. War diese Chance bald verspielt. Das Wort Faschismus spielte in der damaligen Zeit überhaupt keine Rolle, aber er greift jetzt sozusagen in die sprachlichen Ressourcen der stalinischen Tradition, ja, und versucht, dieses Kommentarsprachspiel wieder aufzunehmen, in der absurdesten aller möglichen Formen, indem er nämlich mit dem klassischen Arsenal des Faschismus, der komplottistischen Herrschaft und im Modus der permanenten Mobilmachung ein Land angreift, dessen einziger Fehler darin bestand, dem westlichen Way of Life zuzuneigen. Und das ist ja auch Putins Thema. Also letztlich geht es ja nach meiner Wahrnehmung überhaupt nicht um die Ukraine bei Putin, sondern es geht ja letztlich um eine Fantasie eines großrussischen Reiches und es geht darum, dem Westen seine eigene Dekadenz vorzuführen und ihn zu diskreditieren. Mhm. Und es hat sich ja auch gezeigt, wie sich im Laufe seiner Amtszeit das langsam verschoben hat. Ne? Also am Anfang schien er ja ein ziemlich liberaler Präsident zu sein. Später zeigte sich, dass er plötzlich gegen alles, was homosexuell, queer war, plötzlich anging, dass er nur noch die Familie, Mann, Frau, zwei Kinder als einziges Modell akzeptieren wollte. Und man merkte, wie so ein Trichter immer enger wurde. Und das eigentliche Programm, das war, dem Westen zu zeigen, eure Lebensweise ist die verachtenswerte Lebensweise, ist die unsichere Lebensweise, ist die Lebensweise, in der alles möglich ist, aber nichts mehr gilt. Das ist Anarchie. Und deswegen ist ja auch Demokratie für ihn eine Gefahr. Freiheit ist für ihn eine Gefahr oder ein Moment, das unkontrollierbar ist. Und das erscheint mir tatsächlich
auch das Phänomen zu sein, weswegen er so gefährlich ist, weil es ihm in meinen Augen nicht um die Ukraine geht. Es geht eben nicht darum zu sagen, hier müssen wir jetzt einmarschieren, die gehören zu uns, sondern es geht darum, ein bestimmtes Prinzip, ein bestimmtes Lebensprinzip, eine antidemokratische Politik möglichst in den Großraum zu bringen und letztlich einzige Form des Zusammenlebens zu etablieren. Und deswegen würde ich auch immer zu denen gehören, die sagen, es geht eben, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, nicht darum, bei der Ukraine Halt zu machen, sondern es geht darum, auch in andere Staaten, Moldau, baltische Staaten vorzudringen, um zu zeigen, ich weiß, wo die Zukunft liegt und die liegt nicht im liberalen Westen, der aus seiner Sicht eben gescheitert ist und abgewirtschaftet hat. Er denkt ja nicht, dass er wie Gorbatschow die Pflicht hätte, sein Volk glücklich zu machen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, der Zusammenbruch der Sowjetunion hat unter anderem damit zu tun, dass Gorbatschow bei einer etwa einmonatigen Reise mit einem eigenen Auto im Westen mit seiner Frau Reisser an der Seite durch ganz Westeuropa gefahren ist und einfach gesehen hat, wie hier die Menschen leben, die einfachen Leute, die Mittelschichten, die Oberschichten. Und nach dieser Reise wusste er, das Spiel ist aus. Ja, also zumindest das sozialistische Spiel. Ja. Er war ja bis dahin anhänglich an seine eigene Tendenz, sich noch für einen Leninisten zu halten. Nicht? Das hat bei Putin eine völlig andere Wendung genommen, sondern er sagt, wir brauchen eher eine Art Kultur, in der die Menschen gerne arm bleiben. Bereicherung ist nur etwas für eine Elite, das sind die berühmten Oligoi, die wenigen, die einen neofeudalen Staatsentwurf mittragen. Wir wollen ja in ein Russland des 19. Jahrhunderts zurück. Und da gibt es eine Oberschicht von etwa 100.000, 200.000 Personen bei 100 Millionen Einwohnern. Und dort gibt es einen Konsensus, dass am Leben sein, arm sein heißt. Punkt. Und den Reichen ist ihr Reichsein nicht vorzuwerfen, weil Gott diese Unterschiede gemacht hat. Ja, das sind keine menschengemachten Unterschiede, das sind ontologische Unterschiede. Deswegen natürlich auch das neue Bündnis mit der orthodoxen Kirche und so weiter. Das heißt, es ist... Er kann nicht so ohne weiteres durch unzufriedene, um ihre Konsumhoffnung betrogene Bürger bestraft werden, weil die von ihm selber programmatisch miterzeugte Resignation in den Mehrheiten dafür sorgt, dass es zu einer Rebellion nicht reicht. Im Übrigen sind es ja nie die Armen, die Revolutionen machen, sondern es sind immer die unzufriedenen Mittelschichten. Und von denen ist nach wie vor tatsächlich in Russland möglicherweise etwas zu fürchten und in diesem Fall zu erhoffen. Und wir haben eigentlich nur die Hoffnung, dass die pessimistische Auslegung von Thronfolgevorgängen in diesem Fall nicht die richtige ist. Denn die schlimmste Entwicklung wäre diese, dass eines Tages in 10 Jahren in Russland ein Machthaber da ist, der eine Putin-Nostalgie auslösen wird, sogar im Westen. Ja, es gibt keinen Schurken, der nicht übertroffen wird. Ja. Das ist eigentlich die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, von der man fürchten muss, dass es sich im 21. wiederholt. Ja, und es gibt ja auch die erstaunliche Tendenz, dass es auch hierzulande jetzt vielleicht etwas weniger, aber mindestens vorher viele Fans von Putin gab. Und zwar vor allem auf der extremen Rechten, wo sie ja bis heute sitzen und sagen, das ist eigentlich der mal auch bei uns, so einen bräuchten wir auch. Der sollte mal ein bisschen feucht durchwischen und mal zeigen, wo es lang geht. Also diese Putin-Nostalgie war ja immer wieder zu beobachten und diese Verehrung dieser Person. Im Übrigen lässt sich zeigen, dass ja viele Verschwörungen
Verschwörungsideologen und viele Verschwörungsgläubige, die noch während Corona zu den Corona-Leugnern zählten oder sich selbst Skeptiker nannten, mittlerweile 1:1 ins Lager der Putin-Jünger übergewechselt sind und jetzt sagen, naja, aber wer ist denn eigentlich der Aggressor und wer weiß das denn alles so genau? Denn beides lässt sich sehr schön verbinden mit mutmaßlichen Mainstream-Medien, die natürlich nicht die Wahrheit sagen. Und bei beidem hat man den großen Vorteil, in der Illusion der wahren Wahrheit zu sein, nämlich zu verstehen, was der Mainstream nicht versteht. Corona ist keine ansteckende Krankheit, Putin ist eigentlich gar kein gefährlicher Mann, sondern das ist eben einer, ja, der sich bedrängt fühlt. Ja? Und das heißt, wir sind ja jedes Mal in einem erstaunlichen Opfernarrativ. Ne? Die sagen, wir haben eine Corona-Diktatur, es wird über uns geherrscht, wir leben in einem Ausnahmezustand, der Staat greift totalitär durch, die sagen jetzt, ja, in Wahrheit ist ja eigentlich Putin ein Opfer. So wie sie selbst sich in der Corona-Zeit zum Opfer einer Diktatur erklärten, sehen sie jetzt das Opfer in ihm, Opfer des Westens, Opfer der NATO-Osterweiterung, die kamen ja auch immer näher an ihn ran. Er fühlt sich ja im Grunde nur bedroht. Und so verkauft er sich ja auch selbst als das Opfer, als derjenige, der sich in der Not wehren muss. Und da sind wir mittendrin in einem Narrativ, in dem es ausschließlich Opfer gibt und die schlimmsten Machthaber ihre Macht daraus schöpfen, dass sie sich selbst zum Opfer machen können, weil nur dem Opfer alles erlaubt ist, vor allem die Rache. Das Opfer hat immer Recht. Das ist eine der fatalen Entdeckungen in der psychopolitischen Landschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo ja nach und nach eine Reihe von so viktimologischen Kollektiven aufgetaucht sind und jetzt die Vorderbühne besetzen. Aber man muss die Sache mal andersherum betrachten. Wie glücklich muss ein Mensch sein, der sowas erzählen kann? Ne? Also, der glaubt, ich bin ein Opfer. Ich habe eine stabile Opferidentität. Ich weiß mehr über alles als all diese gutgläubigen Hampelmänner, die noch am ZDF-Topf hängen und weder mit dem ersten noch mit dem zweiten Auge irgendwas sehen. dieses Glücksgefühl, in einer sozusagen kleinen, aber intensiven Sekte auftritt. Ja. Schade, dass sie Querdenker heißt. Man hätte länger nachdenken sollen über einen geeigneten Begriff, denn es hat ja nichts mit quer zu tun. Nein, wer nicht. Es ist mehr eine Sezession. Also, man kennt das eigentlich aus der Kunstgeschichte, dass drei oder vier Maler ihre Pinsel anders benutzen als bisherige. Es ergibt eine Sezession. Man geht raus aus dem Mainstream und macht eine Akademie. Und so hat sich ja auch die ganze moderne Kunstgeschichte selbst dynamisiert, indem man sich immer vom Mainstream abgesetzt hat. Ja. Und ich glaube, dass bei diesen Lebenskunstwerken, die diese Opfer für sich selber planen, ja, sind solche Erzählungen sehr wesentlich und wichtig und glückbringend, ja, weil sie diesen Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben erklären, warum sie Verlierer sind. Ja, also verlieren ohne Grund ist ein schweres Schicksal. Aber wenn man weiß, wer es war, ja, nicht? Und wenn man auch die Machenschaften derer durchschaut, die immer sagen, sie waren es nicht, ja, dann entsteht tatsächlich so ein kleiner Glutkern, an dem man sich immer wieder wärmen kann. Und es ist, glaube ich, da neben diesem Phänomen auch das Glück des Dagegenseinkönnens. Also ne, das Wissen, ich bin auf der anderen Seite, ich bin in der Opposition, ich bin gegen die, ich werde aber zugleich in meiner Geschichte die da oben ja nie besiegen, weil ich ja der Schwache, weil ich das Opfer bin und weil ich es gar nicht kann. Und ich kann behaupten, eine Welt mir zu wünschen, die viel freier wäre, die anders wäre, als die jetzige ist, die mir anscheinend Stellschrauben anlegt.
gemacht. Aber meine Vermutung wäre, dass diejenigen, die unter dem Mantel des Verschwörungsglaubens Freiheit fordern, diese Freiheit im tiefsten Innern weder wollen noch aushalten können, weil es ja wirklich hieße, unter einem unbestirnten Himmel zu sein und selbst für sich Verantwortung übernehmen zu müssen, selbst Entscheidungen treffen zu müssen, und das würde bedeuten, aus der selbsterzählten Opfergeschichte heraustreten zu müssen, denn dann müssten sie Handelnde werden. Also das heißt, den größten Gefallen, den man Menschen in diesem Stadium tun kann, ist eigentlich nichts zu verändern und die Stellschrauben wirklich noch härter anzuziehen, weil dann können sie noch mehr Opfer sein, können sich noch ohnmächtiger fühlen und müssen noch weniger handeln. Ja, und haben vor allem freien Zugang zur Negation. Das ist immer das Entscheidende, nicht? Denn wer negiert, spürt sich selber viel mehr als derjenige, der mitdriftet. Nicht? Es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel in den asiatischen Denksystemen, Philosophien sollte man sie nicht nennen, aber das sind den asiatischen Denksystemen, die das Differenzlose mitschwimmen mit dem Strom als wahres Verhältnis zur Wirklichkeit beschrieben wird. Ja. Also ein Fisch, der am Wasser Anstoß nimmt, ist ein missratener Fisch. Nicht wahr? Aber wer mit dem Strom schwimmt, der lernt, von sich selber abzusehen und lässt das Tao, also das Ganze, in sich selber zu. Das ist eine Vorstellung, die bei uns auch im 13. Jahrhundert, als die Mystik blühte, eine Weile noch Fuß fassen konnte. Aber später kam eigentlich eine Persönlichkeitskultur auf, in der die Menschen eher geübt haben, dagegen zu sein, auch gegen sich selbst natürlich. Ja, also ein anständiger Mensch ist sein eigener größter Feind. Nicht? Das war zumindest in der protestantischen Tradition fest verankert. Nicht? Während natürlich diese etwas minder bemittelten Menschen aus dem Süden immer noch in Selbstliebe stecken geblieben sind. Nicht? Aber bis zur Selbstablehnung haben sie es nicht gebracht. Also ich würde sagen, südlich des Mains fängt die Gefahrenzone an, wo die Menschen hausen, die sich selber gut finden. Ne? Ja. Sie haben sich mit so einem hier und hingesetzt. Und die da auch keinen Grund erkennen, den Dialekt abzulegen, nicht? Ja. Und so zu sprechen wie die Sünder aus dem Norden. Nicht? Das fällt ihnen nicht ein und viele ihnen auch schwer. Nicht? Also das Zufriedensein, das ist eher eine Sache für ältere Leute oder für Jugendliche, die das Glück oder Unglück haben, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, solche Eltern zu besitzen, die man direkt nachahmen kann und möchte. Gibt es die? Muss ich bestätigen. Ja? Ich meine, ich habe ein Buch geschrieben unter dem Titel Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, in dem ich das Gegenphänomen stark betont, vielleicht auch übertrieben betont habe, dass in jeder Familie immer das Intervall zwischen den Generationen so tief ist, dass kein wirklicher Erbvorgang mehr möglich ist oder auch keine wirkliche Nachahmung, keine Wiederkehr der Alten in den Jungen. Aber es gibt solche Familien und das sind dann die Jungen auch schon von Anfang an bis oben hin mit Eigenschaften abgefüllt, nicht? Haben Charakter, ähneln ihrer Mutter, ähneln ihrem Vater, geraten nach irgendjemandem. Nicht? Ich selber empfand mich zeitlebens als einen Menschen, der, wenn er überhaupt geraten ist, aber nicht nach jemandem. Nicht, ja? Aber die geraten eben sehr voll und die können auch sofort in das sogenannte volle Menschenleben einsteigen. Nicht?
während in der klassischen bürgerlichen Biografie mit dem tiefen pubertären Intervall ist eine Epoche des gegen den Strom Schwimmens vorgesehen. Nicht? Aber die muss doch bei Ihnen auch da gewesen sein. Also mir ist aufgefallen, uns verbindet ja biografisch so manches. Wir sind beide vaterlos groß geworden. Ihr Vater war Fernfahrer, wenn ich es richtig weiß, ja. Und hat sich aus dem Staub gemacht. Und Sie haben mal den schönen Satz gesagt, den ich gut nachvollziehen kann. Sie seien ohne diesen Ballast des Vaters groß geworden. Aber es habe bei Ihnen etwas stattgefunden wie eine Art Selbstbevaterung. Das fand ich einen sehr schönen Begriff, der mir sehr gut gefallen hat. Weil Sie sagten an einer Stelle mal, Sie hätten irgendwann gemerkt, dass Sie sich sozusagen wie ihr eigenes Kind selbst an die Hand nehmen müssen und sich selbst die Welt erklären müssen. Haben Sie in dieser Phase selbst die Erfahrung der Einsamkeit gemacht? Haben Sie dieses väterliche Moment vermisst oder waren Sie einfach größenwahnsinnig und haben gesagt, ich habe diesen Ballast nicht, den andere haben, dieses Über-Ich, was auch immer ist, nicht da. Ich strebe in die Welt und werde sie selbst erobern. Also ich kenne solche Phasen von mir selbst, der großen Dankbarkeit, dass es das nicht gab, bin damit aber auch gewaltig gegen die Wand gelaufen. Ich habe aus dieser Position heraus eher so etwas wie eine private Universität gegründet. Nicht? Also, Obwohl Sie Lehrer und Schüler waren. Ich war Lehrer und Schüler zugleich und habe immer wieder neue Professoren berufen, von denen ich so lange gelernt habe, wie ich sie nicht mehr brauchen konnte. Also man kann sagen, ich habe so das Curriculum eines Diplom-Kannibalen sozusagen durchlaufen, weil ich eben von vielen gelernt habe, aber auch, das möchte ich schon betonen, ich habe niemanden missbraucht und bin den meisten gegenüber auch dankbar geblieben und habe deswegen auch fast ganzes Polemische abgelehnt. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich auch antinomisch, nicht? Und habe also gedacht, jeder anständige Mensch ist gegen alles. Ja. Wann war das? So würde ich sagen zwischen 20 und 30, ja. Ja, also in der radikalen Phase habe ich auch gedacht, dass ein anständiger Mensch mit 33 stirbt. Ne? War das nicht 27, Kurt Cobain und Co.? Nein, der hat für mich da keine Vorbildfunktion gehabt. Warum 33? Ach, das ist so eine Zahl, die irgendwie mythologisch aufgeladen ist. Nicht wahr? Der heilige Franziskus wurde 34 und wollte nicht älter werden als Jesus. Ne? Und da wir ja als vaterlose Söhne uns eben eher an Modellsöhnen orientieren als an Patriarchen, ne? Ist sozusagen die Frühtodoption zunächst mal im Raum. Ja? Es hätte auch die Option Frühvollendung gegeben, aber zu der hat es nicht gereicht. Wie hätte die ausgesehen? Die Frühvollendung? Ja. Naja, ich wäre im Alter von 35 Jahren unvorsichtig über die Maximilianstraße in München gelaufen und wäre von einem Rolls-Royce vor dem Hotel Vier Jahreszeit erfasst worden. Und man hätte in meinem Nachlass ungefähr so viele Bücher und Manuskripte gefunden, wie Max Brod bei Kafka gefunden hatte. Nur, dass ich keinen Verbrennungsbefehl hinterlassen hatte, weil ich nicht mit dem Rolls-Royce gerechnet hatte. Also das wäre Frühvollendung. Aber Sie sehen, es hat nicht sein sollen und ich musste mich sozusagen mit dem Skandal der Längerlebigkeit auseinandersetzen und mit der Würdelosigkeit des Menschen, der es wagt, mehr als 50 zu werden und
immer noch da zu sein und, naja, und den Zeitgenossen die Atemluft wegzuatmen. denn wir haben ja inzwischen alle begriffen, dass wenn es hart auf hart kommt, werden wir zu Atemluftkonkurrenten. Und es fängt unter anderem auch darin an, dass die Leute schon skeptisch über den Zaun blicken, wenn der Nachbar grillt. Die Ampelregierung hat ja bisher nur halbe Arbeit gemacht, nicht? Und der Europäische Rat und das Europäische Parlament mit dem Schluss, dass ab 35 keine neuen Verbrennermotoren mehr zugelassen werden sollen, haben auch nur halbe Arbeit gemacht. Weil sie hätten ja gleichzeitig verbieten müssen, dass auf der Erde gleichzeitig täglich 2 bis 3 Milliarden offene Feuerstellen entzündet werden, nicht nur, dass außerhalb von Europa hunderte von Millionen Fahrzeuge weiterlaufen werden, dass 1,5 Millionen Rinder weiterhin sich mit Leidenschaft der Flatulenz ergeben. Ich meine, ich sage es nur, damit Sie nicht wortschatzmäßig in Verlegenheit kommen, wenn Sie mal in einer späten Sendung auf die Rinder zu sprechen kommen. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Philosoph und Komiker. Sie sprechen noch von Flatulenzen, ich nenne es einfach direkt Furzen. Ja. Das ist aber gemeint ist letztlich das Gleiche. Bestimmt, das habe ich in meinem Jugendwerk aber auch gemacht. Ja? Ja? Gibt es einen Abschnitt darüber? Ja. In der Kritik der zynischen Vernunft, über den Furz. Ja, ganz, das weiß ich. Ganz eindeutig. Ja, mal meine Lieblingsstelle. Ja. Nach der mit Gottfried Benn. Aber mir ist noch was aufgefallen. Mhm. Es gab eine Stelle, wo Sie mal sagten, oder Sie wurden darauf angesprochen, weil Sie ja sehr, sehr viel Verschiedenes machen, Hochschullehrer mittlerweile nicht mehr, Buchautor, Vortragsreisender und einer, der viel unterwegs ist und auf allen Hochzeiten tanzt. Das kenne ich auch. Das heißt, das wird man mir auch mal vorher sagen, ja, und du machst nur noch dies und machst nur noch das und so. Und Sie sagt mal, das habe wahrscheinlich mit Ihrer vaterlosen Jugend zu tun, weil es etwas in Ihnen geben muss, das Ihnen sagt, irgendwie bist du nicht genug und irgendwie könntest du noch mehr sein und es gab sozusagen nicht diese Anerkennung, es ist auch mal gut, sondern es muss immer noch mehr sein, weil irgendeiner da ist, der über ihn sagt, nee, sondern wie so eine strenge Hand, die sagt und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Haben Sie da mittlerweile eine schlüssige Erklärung gefunden? Na gut, ich rechne jetzt früher oder später mit einer zweiten Runde von Selbstbevaterung, ne? Und ich sehe das schon kommen, ne? Und das beunruhigt mich auch, dass irgendwann so ein älterer Herr schattenhaft die Hand auf meinen Rücken legt und sagt, es ist doch gut, nicht? Und du kannst ja noch irgendwelchen Leuten was beweisen, nicht? Also zum Beispiel in Papua-Neuguinea kennt man dich noch nicht. aber so aus der engeren Perspektive und aus der Perspektive des Schattens, des Vaterschattens, könnte ich mir schon vorstellen, dass der irgendwann sagt, jetzt ist es genug, jetzt machst du nur noch, was dir Spaß macht. Ja, also so wie ein ausgebrannter Manager, ja, der irgendwann verkündet, er habe entdeckt, dass er jetzt Spaß haben will. Ja. Sehen Sie sich in der Tradition? Der Manager, die irgendwann Spaß haben wollen? Glauben Sie, der Moment kommt bei Ihnen irgendwann, dass Sie sagen, ich mache das? Nein, glaube ich nicht. Nein. Aber Sie wirken aber so. Es kommt etwas, was sozusagen in eine ganz andere Richtung zählt. Ich könnte mir vorstellen, vor Gott und der Welt zu versprechen, dass ich keine Zeile mehr schreibe, die zu irgendetwas gut sein soll. Ja, also die in irgendein Teil eines Plädoyers ist, ja, sondern die wirklich
wo ich in dem Beruf des, wie soll ich sagen, des freien Sätzebildners ankomme. Wäre das der Zustand, den Max Frisch beschrieben hat, als er sagte, ich habe keine Botschaft und es ist in Ordnung? Also wo er in diesen Zustand kam, ich muss niemandem mehr die Welt erklären, ich muss niemandem mehr sagen, wie es richtig geht, wie es anders geht, wie die Vision aussieht, irgendeine Botschaft haben, sondern einfach keine haben. Das schien für ihn so eine Befreiung zu sein. Es gibt keine Botschaft. Es gibt die Kunst, es gibt das geschriebene Wort, es gibt die Lust am Ausdruck, aber es muss keine Mission mehr dahinter stehen. Wäre das Freiheit? Ja, denkbar ist es schon, aber es funktioniert nicht, weil die Dinge, die ich ausdrücke, meistens zu sinnvoll sind. Und dann entsteht der Sinn absichtlich oder unabsichtlich? Oder gilt Gerhard Richters Wort, meine Bilder wissen mehr als ich? Gut, ich meine, wenn man seit, ich rechne jetzt mal das 15. Lebensjahr als Terminus a quo, wenn man seit 60 Jahren in einem inneren Monolog, einem inneren Polylog lebt, dann gerät man einfach in einen Zustand jenseits von Absicht und absichtslos. Ne? Das nennt man in der Regel halt einfach, bei Sportlern sagt man es Training. Ne? Und es ist auch kein Zufall, dass ich meine Beiträge zur anthropologischen Theorie in Form einer Trainingstheorie vorgetragen habe, weil ich sage, jeder Mensch ist das, was er geübt hat. Und sie übt sich selber. Und sie kann auch meistens nur sich selber. Ja. Kabarettisten können auch andere, das ist eben der große Vorteil. Die können zum Beispiel auch mehrere Dialekte und Ja, aber die Paradoxie besteht interessanterweise darin, und das musste ich auch lernen, als jemand, der als Parodist angefangen hat, dass man, um andere zu sein, andere zu spielen, andere zu parodieren, sehr bei sich selbst sein muss. Also es ist eine große Illusion zu glauben, der gute Parodist spielt alle Figuren oder der gute Schauspieler spielt alle Figuren, sondern der gute Schauspieler spielt sie aus einem inneren Zentrum heraus. Und dafür muss er sehr klar für sich sein, wo er steht, und kann dann, mit Hegel würde man sagen, in die Entäußerung gehen und in das Fremde gehen, in das Andere gehen, aber das bedeutet ein sehr starkes bei sich sein. Sonst wirkt es so flirrend, schwebend, und dann endet man so als Kantinenkomiker, der permanent jeden parodiert, der ihm über den Weg läuft, weil er eigentlich gar nicht in sich bei sich ist. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, ein in sich und bei sich sein, um in die Welt hinauszutreten und ihr gegenüber zu treten. Das ist sehr schön. Ich meine, was Sie jetzt sagen, ist sehr nahe bei Diderot, dem Paradox über den Schauspieler. Es ist übrigens auch sehr nahe bei einem Freund von mir, der so sehr bei sich ist, dass er ein Gespräch zwischen Jürgen Habermas und Joachim Kaiser simulieren kann. Das können Sie sich nicht vorstellen, sonst lägen Sie jetzt unter den Stühlen. Ja, darauf kommt es an. Man kann irgendwann 10 Minuten in einer Figur durch die Gegend laufen und so handeln wie die. Ne? Aber das muss man jetzt nicht immer vor der ganz großen Öffentlichkeit tun. Sie haben mal gesagt, Sie könnten sich vorstellen, mit Ihrem, ich glaube mittlerweile ehemaligen Antipoden Jürgen Habermas, gemeinsam in dem Moment eine Form von offenem Brief zu unterschreiben, in dem Putins Truppen vor Deutschland stünden. Jetzt steht Putins Truppen nicht vor Deutschland, aber wenn ich es richtig weiß, hat der Friedensgipfel mit Habermas stattgefunden, ohne dass Putin vor Deutschland stehen musste. Nun, ein solches Gespräch muss ja nicht stattfinden. Wir haben beide eingewilligt in die Erkenntnis, dass wir uns nicht allzu gut verstehen. Und man kann das psychologisieren, man kann es rationalisieren. Was würde die Psychologisierung sagen? Die Psychologisierung würde sagen, dass ein junger Mann, der 1945 16 Jahre alt war,
sich nicht sehr gut verstehen kann mit einem jungen Mann, der 1966 angefangen hat, von der Beatles-Musik entnervt zu sein, ganz gegen den Konsens der Generation. Hat aber damit zu tun, dass ich damals Zimmergenossen hatte, die in der Nacht immer mit dem Transistorradio um Mitternacht Schlager gehört haben. Da ist bei mir irgendwie ein Faden gerissen, der immer noch nicht geheilt ist. Also die Beatles sind schuld? Ja, oder zumindest der Sound. Dieser Sound, dass so ein regelmäßiges Stampfen nach Mitternacht schlafstörend wirkt. Und da ich sehr schlafbedürftig bin, wirkt das unmittelbar persönlichkeitszerrüttend. Das hat mir gegenüber ein schwieriges Verhältnis der Popmusik gegenüber eingebracht. Ja. Aber wir waren eigentlich bei Habermas. Nein, es war nicht Habermas, es waren eben die Beatles. Und, ich bin immer noch elitistisch gestimmt gegenüber dieser Art von Sounderzeugung. Wenn ich ganz polemisch bin, so am Abend bei Tisch, nenne ich das Ganze Unterschichtgezappel. Hören Sie Musik, wenn Sie schreiben? Entschuldigung? Hören Sie Musik, wenn Sie schreiben? Ja, ich höre Musik, aber eben in einem anderen Ton. Nicht? Also ich bin einfach dadurch geprägt, dass ich so mit 17, 18 das Kunstlied entdeckt habe. Ja. Und da wird man in eine andere Welt initiiert. Ja. Das kann auch sein, dass es auf 1000 Umwegen dann so sehr mit den Beatles irgendwann konvergiert. Ja. Dass die doch alle zusammenfinden, diese verschiedenen. Ja, vor allem, weil die Beatles sind im Verhältnis zu dem, was danach kam. Ja. Fast wie die Wiener Klassik. Im Verhältnis zur einfachen Volksmusik. Ne? Ja, da unterschätzen Sie aber Helene Fischer gewaltig. Ja. Ich habe im Zuge Ihres neuen Buchs häufiger gelesen, dass Freiheit für Sie auch darin besteht, Illusionen über Bord werfen zu können. Also eine Freiheit von Illusionen, die ein Freiheitsgewinn darstellt. Können Sie sich Freiheit in Illusionen vorstellen? Ja, vorstellen kann ich mir so schon. Ob es praktikabel ist, weiß ich nicht. Denn wer eine gute Illusion hat, gibt sie ja nicht gerne her. Nicht? Man muss es so sehen. Also wenn man den Ausdruck Illusion in der umgangssprachlichen Art und Weise verwendet, hat das Wort einen Akzent wie etwas, wovon man sich selber freiwillig so schnell wie möglich trennen möchte, damit man so in diesen Raum der reinen Wahrheiten eintrete. Aber davon kann keine Rede sein. Nicht? Also, man ist nicht so anhänglich wie an eine bewährte Illusion. Nicht? Und das Selbstbild, das man entwickelt hat, ist in der Regel ja illusionär, aber unentbehrlich. Ja, also da bleibt die Illusion. Ja, es bleibt dabei. Nicht? Also, es gibt auch eine psychoanalytische Deutung zu dem Ganzen, nämlich dass er sagt, dass die Illusion gewissermaßen das orthopädische System der Persönlichkeit bildet. Ja? Also ein Knochengerüst aus Täuschungen ergeben mich und meine Mitwelt. Aber ich meine natürlich Illusionen anderer Art, Illusionen in der Art, wie sie später in der Aufklärung unter dem Begriff Vorurteile behandelt worden sind. Vorurteile muss man haben, weil Vorurteile besser sind als gar nichts. Ja.
verurteile, erschließen Zugänge zu Dingen, die dann anders sind. Aber da müsste die Freiheit zur Überraschung da sein, ne? Trotz Vorurteilen. Das ist ja bei vielen Vorurteilen nicht mehr der Fall, dass man bereit ist, sich überraschen zu lassen, um sie über Bord zu werfen, weil sie so bequem sind. Ja, dann macht man aber keine Erfahrung. Ja. Nicht? Also wenn man zum Beispiel in Bars geht, ja, und hat das Vorurteil, blonde Frauen haben einen niedrigen Intelligenzquotienten. Ne? Und bei den ersten drei Versuchen stellt sich heraus, dass da was dran ist. Ne? Ja. Dann kommt die moralische Krise. Ja, denn dann wird man entweder konservativ und sagt, siehst du, Vorurteile sind immer richtig. Ja. Oder man wird sozusagen tapfer. Ja. Und macht noch einen vierten Versuch. Und wird dann überrascht. Und scheitert dann an der blonden, klugen, mit dem Intelligenzquotienten 150. Ja. Ja. Wenn Sie blond sind und jetzt das Gefühl haben, sich diskriminiert zu fühlen, bitte gründen Sie einen Opferverband. Ja. Herr Söderdeich, Sie werden 75 und ich hörte, immer im Juni haben Sie so ganz komische Phasen, kurz bevor Sie Geburtstag haben, so in den Wochen, zwei Wochen, bevor Sie Geburtstag haben. Wie geht es Ihnen jetzt? Ja, ich war bisher zu sehr abgelenkt. Von wem, von mir? Ja, im Augenblick bin ich stark abgelenkt von Ihnen. Also wenn ich eine ordentliche Depression hätte, würde ich im Moment gar nichts spüren. Nicht? Ja. Aber es ist anders. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr ausbleibt. Wegen des 75. Ja. Ja? Ja, ich würde sagen, die Depression fällt wegen Corona aus. Weil Corona die Depression ist? Nein, wir haben der Corona-Depression sozusagen eine freche Privatheiterkeit entgegengesetzt und sind damit zwei Jahre lang eigentlich recht gut gefahren. Jetzt normalisieren sich die Dinge. Man könnte sich wieder eine Depression leisten, aber im Augenblick sieht es nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Das hat damit zu tun, dass ich auch mit meinen Arbeiten im Moment im Reinen bin. Außerdem habe ich vor kurzem einen Artikel im Fokus gelesen. Oh, das ist schon immer schlecht. Ja. Die Annotation ist meistens. Ja, aber im Fokus stehen oft Dinge, die von großer Lebensbedeutsamkeit sind. Aha. Vor allem gibt es ja eine ganze Sparte an Lebensberatung. Ja. Und die besagt, dass die Lebenszufriedenheit mit steigendem Alter zunimmt. Ja. Ich hatte immer das Gegenteil vermutet. Ich auch. Ja. Ja. Nicht? Und Sie sagen mir, dass es anders ist? Ja, und ich sehe jetzt ganz deutlich, dass ich von Alterszufriedenheit bedroht bin. Ja, und, das darf Habermas nicht hören. Ja, er ist ja vom aufbauenden Senior jetzt zum zornigen alten Mann gereift. Ja. Ich fürchte, ich habe eine andere Entwicklungskurve. Aber ich kann halt nur warten darauf, dass ich durch Leserbriefe erfahre, dass meine Zufriedenheit unerträglich wird. Ja. Das ist schön. Ich finde es wundervoll, dass es Menschen gibt, die noch von Leserbriefen sprechen. Und nicht von Twitter, was mir sagt, dass ich doch nur das Allerletzte unter den letzten Arschlöchern bin. Und das beneide ich an Ihnen, dass Sie von Leserbriefen sprechen. Ja. Da wäre ich manchmal gerne. Ja. Aber wollen wir nicht dieses Neidbekenntnis als ein würdiges Schlusswort behalten? Finde ich auch. Absolut. Und den Optimismus, dass es im Alter immer besser wird. Ich habe nur ein bisschen Zeit, aber irgendwann muss es soweit sein. Vielen herzlichen Dank, Peter Schlotter. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.